Klarer Sieg für Dirk Friedrich im Gambledome zum Auftakt dieser Regionalliga-Saison, die sie ja gar nicht spielen wollen. Sie wollen ja eigentlich in der dritten Bundesliga weitermachen, wo sie letztes Jahr aufgehört haben, als die Corona-Krise ihnen die Chance nahm, noch vom Abstiegsplatz wegzukommen. Einkalkuliert waren die letzten drei Spiele mit Topspieler aus Japan. Gute Chancen, da noch was zu reißen, aber durch Corona wurde das nicht zu Ende gespielt. Und jetzt müssen sie sich die Berechtigung, weiter in der dritten Liga bleiben zu dürfen, vor einem ordentlichen Gericht erstreiten. Und so lange sind sie hier unterwegs. Und da haben sie schon durchaus einen richtig guten Eindruck hinterlassen. Keine Chance für die hochgehandelten Youngsters aus Hildburgstein, denen aber mit Sicherheit die Zukunft gehört. Drei Top-Talente aus der deutschen Jugend Top 8. Hannes Hörmann, Matthias Danzer, Sebastian Hegenberger. Aber hier hat es nicht gereicht.